auf meinem Kanal, wer mich nicht kennt. Mein Name ist Ellie. Willkommen in der Familie. Das Video heute war eigentlich überhaupt nicht geplant, denn ich wusste nicht, dass diese Kollektion auf dem Weg zu mir ist. Und zwar geht es um die Colourpop und Animal Crossing Kollektion. Die war sofort ausverkauft. Ich habe es nicht mal geschafft, überhaupt darüber nachzudenken, ob ich sie kaufen möchte oder nicht. Die war einfach sofort weg. Und bei jedem Restock, den es gibt, ist sie sofort weg. Jetzt gerade, wo ich das drehe, ist auch gleich ein Restock. Das heißt, ich schätze, dass sie die immer mal wieder rausbringen werden. Also falls ihr euch darüber Gedanken macht oder sie vielleicht sogar selbst gekauft habt, ich werde mir die Produkte heute richtig, richtig intensiv anschauen und wir werden einen richtig coolen Look damit schminken, hoffe ich. Die Kollektion ist entstanden mit Animal Crossing zusammen, soweit ich das verstanden habe. Und das ist alles Animal Crossing themed. Es ist sehr bunt und süß und die Lippenprodukte interessieren mich sehr, weil die sollen ganz toll sein. Wir werden uns auf jeden Fall alles genau angucken. Ich habe das Ganze in PR geschickt bekommen, aber ich werde euch natürlich trotzdem meine persönliche, echte, ehrliche Meinung sagen. Aber Dauerwerbe Sendung, weil ihr kennt das ja schon. Wundert euch einfach gar nicht mehr. Wenn es wirklich eine bezahlte Werbung ist, dann sage ich euch Bescheid. Ich muss es nicht reviewen, aber ihr wolltet es sehen, deswegen würde ich mal sagen, wir packen mal die Box zusammen aus und los geht's. Ach ja, wer meinen Kanal natürlich noch nicht abonniert hat, kann das jetzt gerne tun. Die kleine Glocke aktivieren, um keinen Upload zu verpassen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr Teil der Familie werdet. Gebt dem Video auch einen Daumen nach oben, wenn es euch gefällt und wir legen los. Ich würde sagen, wir schauen uns erstmal an, wie das Ganze ankommt und auch was alles in dieser Kollektion enthalten ist. Die Box ist allein schon super süß. Ich liebe die Colourpop-Boxen jedes Mal. Die sind immer unterschiedlich designt, immer je nach Kollektion. Schaut mal. Ich habe auch bei Colourpop schon mal bestellt und da war das genauso. Also ich schätze mal, dass es nicht einfach nur so ein PR-Ding ist, aber ich kann es. Ich habe einfach gerade die Box auf meiner Maus abgestellt und aus Versehen die Aufnahme beendet. Super, Ellie. Klasse YouTuber, wunderbar. Okay, wir packen das Ganze mal aus. Hier ist einfach so ein kleines Kärtchen drin. Da steht schon mal drauf, was alles drin ist. Ich habe mir das Ganze ja schon mal angeguckt. Wenn man die komplette Kollektion kaufen möchte, sind das 125 Dollar, was tatsächlich relativ gut klar geht noch für die Menge an Produkten. Man muss ja nicht alle kaufen, die gibt es ja auch noch einzeln. Aber wir schauen uns jetzt mal an, was alles drin ist. Wir haben hier natürlich erstmal das Herzstück der Kollektion, meiner Meinung nach, die Lidschattenpaletten. Why are we still here? No! Oh no! Ich habe einen Teppich direkt unter mir. Ich hoffe, es ist nicht passiert. Are you doing okay? Are you okay? Es ist alles gut. Okay, zurück zum Thema. Das sind vier verschiedene Paletten in vier verschiedenen Farbzusammenstellungen. Die sind winzig. Also, die sind wirklich ganz, ganz klein. Mein Gesicht ist ein kleines Gesicht. Ich sag's euch nur gerne nochmal. Ich bin ein sehr kleiner Mensch. Und diese Paletten sind klein. Es sind vier Pastellpaletten, kann man eigentlich sagen, in vier verschiedenen Farbnuancen. Ein Matten, zwei Schimmer und ein Glitzer haben die alle. Colourpop ist cruelty-free, kommt aber natürlich aus Amerika, das heißt, man muss ein bisschen mit Zollkosten rechnen, aber an sich sind sie cruelty-free, was schon mal super ist. Ich bin mir echt noch nicht sicher, wie wir das heute hinbekommen, dass ich die alle probiere. Vielleicht schminke ich aber auch mal die Tage auf Instagram noch mal ein paar andere Looks, damit ihr noch ein bisschen mehr Inspo bekommt. Auf jeden Fall haben wir, wie gesagt, diese vier Lidschattenpaletten, die kommen auch als Bundle, wenn man die so kaufen möchte. Wir haben einen von den Super Shock Eyeshadows, der ist bei mir leider kaputt angekommen, das passiert super oft bei den Super Shock Shadows, was voll schade ist. Aber gut, man kann die einfach wieder reindrücken. Es ist nicht so schlimm. Werde ich auf jeden Fall machen. Es ist so ein braun, ganz schöne, neutrale Farbe. Also die Verpackung, ne? Haben die echt abgerissen. Dann haben wir hier ein Glitzer. Billionaire heißt das. Hat auch hier so ein kleines Logo oben und ist so ein Gold mit so ein bisschen Holo-Glitzer. Dann haben wir zwei Blushes, eins so ein Peach eher und eins so ein Rosa. Im Grunde sind die beiden Blushes relativ rosa, aber das ist schon deutlich mehr Peach als das hier. Also je nachdem, was einem eben besser gefällt. Die sind beide sehr schön, finde ich. Ich bin schon gespannt, was ich benutzen werde. Was mich, wie gesagt, sehr interessiert, sind diese Lip Tints. Mega, ich liebe die. Ich habe ganz viele von denen und ich bin sehr gespannt, weil ich gehört habe, dass die noch besser sein sollen als die normalen und ich liebe die normalen. Also ich bin unglaublich gespannt. Ich werde sie euch swatchen natürlich. Hier war übrigens noch so ein kleines Sticker-Ding mit Animal Crossing dabei. Voll süß. Auf jeden Fall würde ich mal sagen, wir legen direkt mal los mit dem Look, denn ich habe hier einiges vor mir liegen und ich möchte, dass irgendwas Cooles bei rauskommt. Also wir schauen einfach mal, was wir hinbekommen. Okay, up close and personal. Ich habe jetzt schon mal Eyeshadow Base drauf gemacht. Das ist einfach die P. Louise Base in der 05, also 0,5. Und ich werde es auf dem Auge anfangen, denn ich habe einen kleinen Plan. Ich möchte eigentlich auf beiden Augen was Unterschiedliches machen, einfach damit wir alle Paletten ausprobieren können. Und ich habe jetzt erstmal die grüne geschnappt. Die finde ich nämlich sehr spannend. Und ich werde mit dem dunklen Grün direkt anfangen. Ich werde das jetzt erstmal hier außen so ein bisschen aufbauen. Okay, das sieht schon mal ganz gut aus. Okay, ein bisschen fleckig. Ich habe jetzt natürlich auch
die Bass nicht gesettet und das ist ein matter Ton. Aber ich habe auf jeden Fall ein paar Flecken. Aber ich glaube, das liegt jetzt daran, dass ich ihn nicht richtig aufgebaut habe. Wir werden sehen, wie sich's verhält. Aber es ist schon sehr intensiv. Habe ich ehrlich gesagt fast gar nicht erwartet. Blend, blend, blend. Sieht eigentlich gut aus. Ich werde es mit dem... kann ich mit denen da was machen? Ja, ich mische jetzt mal, glaube ich, die dunkle und die hier einfach so ein bisschen zusammen. Glitzer. Und jetzt blende ich hier so ein bisschen rein. Vielleicht doch nur mit dem Glitzerton. Das ist nicht so der typische Ton, den ich eigentlich in die Lidfalte packen würde, aber ich habe so einen kleinen Plan für diesen Look, deswegen hoffen wir mal, dass es klappt. Also das Glitzer fliegt schon so ein bisschen rum. Das ist halt einfach ein klassischer Glitzerton. Kann man mögen, muss man nicht. Die blenden aber sehr schön ineinander. Also erster Eindruck ist schon mal sehr positiv. Ich hätte es schon fast geiler gefunden, wenn der hier auch einfach nur matt gewesen wäre. Aber letztendlich wirkt er so, als wäre es so. Einfach weil das Glitzer verfliegt relativ stark. Also das stört mich jetzt nicht sonderlich. Aber wenn man das Glitzer unbedingt drauf haben wollte, dann ja, so viel bleibt davon nicht übrig. Jetzt nochmal in das dunkle Grün. Mach mir hier so einen kleinen Eyeliner. Cute. Ein bisschen setze ich das dunkle Grün auch noch hier in den Innenwinkel. Ich muss echt sagen, bisher schlägt es sich richtig gut. Okay, vielleicht kommen wir nochmal zu der Palette zurück, aber ich lasse es jetzt erstmal so stehen. Ich finde das so nice, ne? Okay, wir gehen jetzt mal in die rosane Palette. Die Verpackung ist einfach so süß. Ich werde jetzt erstmal in das Gelb gehen. Und das setze ich einfach mit dem Finger, weil ich gerade einfach reingebatscht habe. Hier drauf. Okay, das ist viel weniger gelb, als ich erwartet habe. Ich habe jetzt erwartet, dass es so richtig gelb wird. Aber gut, dann halt nicht. Jetzt ist die große Preisfrage, könnte ich vielleicht dieses Rosa damit irgendwie reinblenden? Das ist wirklich vielleicht eine dumme Idee. Also das Pigment ist halt echt ganz geil da drauf. Wisst ihr was, ich packe das mal komplett in die Mitte. Mir gefällt das ganz gut. Okay, ich habe so ein kleines Problem, dass es hier nicht richtig hält. Woran auch immer das liegen mag jetzt. Aber an sich, erster Eindruck, mal ganz cute. Ich glaube, ich versuche es mal mit diesem rosanen Glitzer. Soll ich es mal wagen? Das sieht jetzt eher silber aus. Ich habe jetzt erwartet, dass es rosaner aussieht. Doch mal ein bisschen was vom Gelb dazu. Also, ich finde es sehr süß mit diesem Rosa da oben. Deswegen gehe ich jetzt einfach nochmal in die rosane Palette. Nochmal diesen rosanen Ton, der mir übrigens sehr gut gefällt. Und setze den hier runter. Sieht das gut aus? Okay, wieder das Gelb. Das Gelb könnte gelber sein, wenn ihr mich fragt. Das ist so ein bisschen ganz süß, aber nicht super spannend. Ich glaube schon fast mir jetzt besser gefallen, wenn ich unten grün gemacht hätte. Okay, wir machen mal weiter auf der anderen Seite. Da nehme ich jetzt mal die lila Palette und das dunkle Lila offensichtlich. Pigmentierung ist auch schon mal nice. Ich werde jetzt im Grunde genau die gleiche Form da auch nochmal kopieren. Also nehme ich das Rosa hier. Schauen wir mal, wie weit wir kommen damit. Okay, das ist einfach nicht existent. Ah, da kommt's. Bisher lassen die sich ganz ehrlich super einfach verarbeiten. Cute. Wie oft habe ich schon cute gesagt in diesem Video? Zu oft auf jeden Fall. Okay, was kommt als nächstes? Lass mich mal kurz nachdenken. Ich habe jetzt natürlich die hier noch offen. Ich könnte es mal mit der Farbe versuchen. Ich packe die jetzt einmal hier hoch. Auf gut Glück. Süß. Oh, die gefällt mir richtig gut. Wir haben noch den Lidschatten und das Glitzer, aber ich probiere es da mit dem Glitzer in der Palette. Das ist schon sehr hübsch, aber ich merke schon ein kleines Problem. Und zwar brauche ich auf jeden Fall auf der rosa Seite mehr Rosa. Sonst wirkt es so verloren. Also im Gegensatz zu dem Orange-Gelb. Braun. Ich habe jetzt hier keinen hellen Ton drin. Deswegen werde ich vielleicht echt einfach nur mit dem Gelb hier nochmal rangehen. Das ist besser. Ich gucke mir jetzt mal kurz die anderen zwei Produkte an, die ich noch hier habe. He dead. Soll ich den einfach mal hier draufsetzen? Gucken wir doch mal. Oh, die Farbe ist richtig schön. Ich muss ihn in den Innenwinkel setzen. Wo ist mein Pinsel? Pinsel, 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 Pinsel. Wow, okay. Also es ist super schade, dass der kaputt ankam. Ich habe auch gelesen, dass es bei vielen Leuten so war, dass der kaputt ankam. Ist halt wirklich schade. Ich drücke den einfach da rein, ganz ehrlich. Der ist aber auch sehr viel trockener als die normalen von diesen Super Shock Shadows. Was sicherlich dazu führt, dass der auch so einfach bricht. Die Farbe ist halt echt mega schön. Er hat so einen leichten rosa Stich. Ich finde ihn so schön. Sieht schon ein bisschen verrückt aus. Ich habe jetzt hier natürlich noch dieses mega Goldglitzer. Ich liebe diese Glitzergele von ColourPop. Ich finde die so einfach zu benutzen, gerade auch mit dem Finger. Aber da ich das echt nur so ganz, ganz wenig drauf machen will, nehme ich jetzt trotzdem den Pinsel. Das Gute ist, man braucht halt keinen Glitter Adhesive, sondern man kann es halt direkt auftragen. Ich würde gerne so ein bisschen in den Innenwinkel noch packen. Also wie gesagt, die Glitzergele, ich kann
nur sagen, dass ich viele davon habe und die alle richtig einfach zu benutzen sind. Auch gerade so für den Bereich, wenn man so ein bisschen Glitzer drauf packen will, ist es halt so viel einfacher als mit Glitzer, mit losem Glitzer und weniger Dreck überall, dass nicht überall Glitzer hängt und so weiter. Das ist halt viel, viel einfacher. Wisst ihr was? Ich mache jetzt mal kurz mein Augen-Make-up fertig und dann sehen wir uns gleich wieder zu den weiteren Produkten. Okay, hier ist mal meine Flex Lashes aus meiner Kollektion mit BH Cosmetics aufgeklebt. Code Alicia10 für 10% Rabatt auf bhcosmetics.de. Auf alles, was es gibt. Ich werde gefühlt jeden Tag gefragt, ob mein Code noch gültig ist. Ja, immer noch. Und dann habe ich mit dem Super Beauty Liner einfach so ein bisschen kleine Pünktchen und ein Herzchen aufgemalt, weil ich es ganz süß fand. Und damit würde ich mal sagen, wir gehen mal zum Blush. Und da bin ich sehr gespannt, wie die jetzt sein werden. Wir haben Flower Tender und Flower Power. Und ich würde jetzt mal sagen, dass ich Flower Power auf der Seite hier auftrage, weil das eben so ein richtiges Pink ist. Schauen wir mal, ob ich es noch schaffe, mit normalem Blush zu arbeiten. Oh, das ist ja voll süß. I love it. Sehr schöne Farbe. Mag ich sehr gerne. Es ist sehr weich und einfach zu verarbeiten. Also, finde ich gut. Und next haben wir das hier. Das ist halt deutlich dunkler. Ich hoffe jetzt mal, dass das funktioniert. Auch sehr schön. Man sieht auf jeden Fall, dass es orangener und dunkler ist. Soll ich das jetzt einfach auf beiden Seiten? Ich packe das mal auf die Seite auch noch. Ich teste gerade noch nebenbei diese Paletten von KU2 Cosmetics oder KU2. Die haben wir bei Unlikely getestet im Video und ich habe die einfach hier liegen lassen. Deswegen probiere ich die immer mal wieder aus und ehrlich gesagt, je öfter ich sie ausprobiere, desto besser gefallen die mir. Kurze Info am Rande. Oh. Upsi. Die Blushes finde ich schon mal super. Wenn man sowieso schon bestellt, kann man die definitiv mitbestellen. Also es ist nichts, was man jetzt unbedingt bei Colourpop bestellen muss. Aber wenn man Animal Crossing mag und die Farben schön findet, dann kann man da eigentlich nichts falsch machen. Kommen wir zu den Lippenprodukten. Ich werde euch alle swatchen, weil ich mag mich einfach nicht. Wisst ihr, ich hasse mich und deswegen mache ich das. Ich nehme jetzt mal das erste Duo. Das ist Pick of the Bunch mit diesen zwei wirklich sehr schönen Farben. Die erste Farbe ist Incomparable. Wow. Incomparable. Let's see. Oh, die riechen so geil. Die riechen nach Peaches. Nee, nach Pears. Oh mein Gott, ich bin ja richtig dumm. Natürlich. Geil. Wow, die Farbe ist ja mega, mega schön. Unglaublich schöne Farbe. Das ist jetzt schon mein Favorit, obwohl ich noch keine anderen ausprobiert habe. Im Grunde sind es einfach nur wie so Tinted Lip Balms eben. Aber die sind so angenehm. Ich liebe die. Jesus Christus! Coconut Juice. Auch aus der gleichen, aus dem gleichen Duo. Deutlich dunkler, ich habe ein bisschen Angst. Es riecht nach Kokosnuss. Wow. Auch eine mega schöne Farbe. Die haben so eine angenehme Textur. Die sind super leicht, super so angenehm eben auf den Lippen. Fühlt sich halt einfach an wie ein Lipbalm. Aber die rutschen nicht so krass rum. Das heißt, man kann der Farbe auch vertrauen, dass sie halbwegs da bleibt, wo sie sein soll. Also finde ich mega. Kommen wir zum nächsten Set. Das ist Fruit Basket. Deutlich pinker unterwegs. Ich nehme jetzt mal die hier zuerst. Das ist Juicy Apple. Wenn das jetzt nach Äpfeln riecht... Tatsache. Auch eine sehr schöne Farbe. Ich habe das Gefühl, dass die so ein bisschen mehr rumslidet auf den Lippen. Genauso gleichmäßig angenehm leicht auf den Lippen wie die anderen auch. Und dann haben wir als nächstes Cherry Cherry. Vielleicht soll ich den erstmal wegwischen. Ha, meine Lippen fallen schon ab. Okay, Cherry Cherry. Müsste rot sein, oder? Boah, das riecht nach so Haribo-Kirschen. Okay, der ist auf jeden Fall bright. Ich fühle mich, als würde ich leuchten ein bisschen. Auch sehr schön, aber ich muss sagen, dass ich glaube, dass die zwei hier nicht ganz so mein Vibe sind wie die anderen beiden. Die anderen beiden fand ich auf jeden Fall nicer von der Farbe her, aber das ist ja immer wieder Geschmackssache. Also, aber der Geruch von denen ist viel geiler. Dann schauen wir uns nochmal das letzte Duo an. Das ist Fruit Roots. Das spricht mich ja schon sehr an. Das ist ein bisschen Orange Peach, ein bisschen Neutral Peach. Wir schauen mal Orange Peach an. Orange Cutie. Sehr schön, erinnert mich sehr aber an die anderen von der Textur her. Also die ersten beiden waren irgendwie so ein bisschen weniger slippery noch. Sind aber alle mega angenehm. Also ich versuche nur einfach irgendwas zu beschreiben, damit ihr irgendwas vielleicht was anfangen könnt. Aber sieht natürlich auch mega schön aus auf den Lippen. Und bevor meine Lippen endgültig abfallen, haben wir hier die letzte Farbe und zwar Peach Surprise. Vielleicht passt sie auch ganz gut zum Look, wir werden sehen. Der Geruch gefällt mir nicht. Okay, Peach trifft es wirklich sehr gut. Ich finde, es passt nicht wirklich zum Look, leider. Aber ich finde es sehr schön. Der Geruch gefällt mir nicht so gut wie die anderen. Die anderen fand ich jetzt alle besser.
Aber finde ich auch sehr schön. Ich muss aber trotzdem sagen, ich glaube, das erste Set gefällt mir persönlich am besten. Okay, hier ist der fertige Look. Ich muss sagen, er gefällt mir richtig gut. Ich finde die Kollektion ganz ehrlich sehr gelungen. Sehr rund, sehr süß alles. Auch die Verpackungen haben so viele schöne Details drin. Und das mag ich einfach. Ich mag Details, die irgendwie alles ein bisschen aufwerten und abrunden. Und das haben die echt super gut gemacht, finde ich. Colourpop kann man bei colourpop.com bestellen. Ich glaube nicht, dass es eine andere Seite gibt, die momentan hier nach Europa schicken. Also wenn, dann direkt bei der Quelle. Man muss aber bedenken, die kommen natürlich aus den USA, das heißt Zollkosten können anfallen, also nicht vergessen. Gut, dann würde ich mal sagen, wenn ihr noch irgendwelche weiteren Produkte habt, die ich unbedingt mal testen soll, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich habe noch etwas auf meiner Liste. Ich glaube, das mache ich als nächstes. Das wird so geil. Ist auf jeden Fall eine Firma, die gerade über TikTok vor allen Dingen auch sehr bekannt ist und an die man unglaublich schwer rankommt, aber your girl did it. Dann würde ich mal sagen, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ich würde mich sehr über eure Unterstützung freuen und auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt und Teil der Familie werdet und natürlich auch die kleine Glocke bedingst, um keine Uploads zu verpassen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.